Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil haben wir Poison Ivy getroffen und die Gute hat natürlich nicht lange gefackelt und war der Meinung, sie müsste sich mal mit dem Joker zusammentun, was zu dieser Situation geführt hat. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal in das Versteck von Killer Croc, weil da soll es irgendwie eine Blume geben, die uns dabei helfen könnte, ein Gegenmittel für das all das hier zu sein. Und dann haben wir Kevin getroffen. Und Kevin sitzt einfach am Tisch und er sieht sich seine Akten an und... Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Pflanze sehe. Eine verdammte Pflanze, die jemanden zerreißt. Ja, und Kevin kann es nicht fassen und er spielt nur mit seinem Papier, was nichts anderes ist als tote Pflanzen. Und er denkt an bessere Tage mit seiner wundervoll polierten Glatze. Aber gut, lassen wir das. Ich gucke jetzt erstmal auf die Karte, was mir gerade mal gar nichts bringt. Ich glaube, erstmal muss ich hier wieder raus. Das klingt zumindest logisch. Well. Was soll das denn? Batman, was kannst du eigentlich? Du sollst dich doch nur darüber schwingen. Danke, geht doch. So. Ja, hier geht's lang. Plumps. Position im Leben, aha. Ah, das ist wieder irgend so ein Riddler-Rätsel, wo ich die Farbe nur sehe, wenn ich den Detektor-Bonus anhab. Aber egal, zeigt uns die Karte jetzt vielleicht was an. Ja, ich muss in die Intensivbehandlung mal wieder. Kriegen wir hin. Ah, da chillen schon so ein paar Leute. Ja. Und ich brenne darauf, die alle kennenzulernen, deswegen rennen wir da jetzt mal hin. Ausgewichen. Fällt gerade auf, hier waren doch elektrische Türen, wo ich nicht vorbeigekommen bin. Aber jetzt haben wir ja unseren elektrischen kryptografischen Sequenzer. Noch ein bisschen weiter nach links. Das ist manchmal ganz schön knifflig. Weil ich muss auch mit beiden Control-Sticks hier die Passform finden. Ah. Und da das dann der Controller wie bekloppt vibriert, macht das Ganze nicht einfacher. Yay, ein Tonband. Dies sind private Notizen von Dr. Young. Titan ist ein Erfolg. Sogar meine Finanzierungsprobleme haben sich nach den unerwarteten Spenden von Mr. White gelöst. Joker hat ebenfalls ein bemerkenswertes Interesse an einer Heilungschance gezeigt. Wenn der Proteinbindungsprozess abgeschlossen ist, werde ich... Dr. Young, sind Sie fertig? Oh ja, ja, kommen Sie rein. Sie verletzen meine Gefühle, Doc, wenn Sie mich so warten lassen. Nimm Platz, Sie können uns allein lassen. Sind Sie sicher? Uns geht's gut. Oder, Joker? Oh ja! Also, wenn Sie drauf bestehen, ich bin draußen, okay? Also ist er hier. Ist Ihr Patient X angekommen? Ja, ich muss sagen, wir kommen schneller voran, als ich dachte. Aber lassen wir das. Reden wir über dich. Nein, reden wir lieber über Ihr Titanenprojekt. Mein was? Woher weißt du?
akustisch im Keller geschnallt haben, während Sie ihn leer pumpen? Glauben Sie mir, wenn ich sage, ich habe geraten? Tja, der Joker ist halt gut informiert. Quincy Sharp. Arkham, yeah. Kann man das scannen? Nein. Hätte ja sein können. Liegt da noch irgendwas? Nee, jetzt sah nur aus. Gut, egal. Hey, was, Batman, was machst du denn da? So. Dann, gehen wir jetzt tatsächlich mal hier rein, wo die ganzen netten Typen schon auf mich warten. Oh, es sind sogar keine Gangster, es sind sogar nur normale Menschen. Wow, Überraschung! Es sind doch Gangster! Geht's dir gut? Das wusste ich gerade wirklich nicht. Lass uns das beenden! Das glaube ich irgendwie nicht. Ich werde dich zusammenschlagen. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Ich erlebe dich in deine Einzelteile! Befehl. Ja, dir. Ihr bösen, bösen Buben! Zieht euch doch tatsächlich einfach Personalkleidung an! Tüdelin, Tüdeldamm, Sahnes, kannst du es sehen? Jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der darauf gekommen ist, schaffe ich das auch. Da hat der Batman nicht ganz unrecht. Oh, Mensch. Da hoch grappeln kann ich mich vermutlich nicht einfach so. Natürlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach. Ich sehe auch gerade, wir haben Upgrade. Nehmen wir mal einfach mal mehr Elf. Kann ja nicht schaden. Vielleicht. Nee, hier auch nicht. Da oben ist auf jeden Fall was. Well. Ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Nein, natürlich nicht. Aber der Scharfschütze sieht mich, wenn ich da stehen bleibe. Und das finde ich auch nicht so gut. Au! Au! Nicht in Ordnung sowas, Kollege. Könnte versuchen, den guten Herrn mit einem ferngesteuerten Batarang mal auszuprobieren. Au! Jetzt ist echt mal gut. Ja. So, ich probiere es mal mit einem ferngesteuerten Batarang. Ich weiß aber nicht, ob die Distanz reicht, geschweige denn, ob ich ihn treffe. Da, 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 da.
rein. Scheiße. Ach Gott. Kacke. Au, 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 au. Ich glaube, das sollte ich nicht nochmal probieren. Aber ich glaube, das wäre schon so der richtige Ansatz gewesen. Halt einen ferngesteuerten Battering zu nehmen. So, jetzt aber. Aha! So, jetzt beeilen wir uns. Oh, Problem gelöst. Auch wenn das echt knapp war mit meiner Gesundheit. Und da ist doch schön, dass ich mir erst vorher mehr Gesundheit geholt habe, denn ohne das wäre ich jetzt wahrscheinlich draufgegangen. Wartungszugang. Oh. Ja, hier rumst es aber ordentlich. Ich sehe seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen übernehmen die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Die Insel beherrschen. Was sollen die Pflanzen machen? Wuchern und ein anarchistisches Pflanzenkönigreich ausrufen? Wo es hier lang geht. Vielleicht wenn wir gerade schon wieder so zackhaft, dann sind hier doch jetzt bestimmt ja jede Menge Gegner. Ja. Ja. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl! Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut, testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Wieso verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder? So kann mir dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt, es geht weder rein noch raus. Er ist nicht so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringen Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja, wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht, das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Tja, also... Wasserspeier ist jetzt erstmal nicht so eine geile Idee. Oh Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Ich kümmere mich um den Teil hier. Aber die Wasserspeier brauchen wir natürlich auch nicht unbedingt. Denn Batman kann diese Zeitgenossen auch einfach so ausschalten. Denn sonst wäre er ja nicht Batman. Das war Nummer 2. Wir haben Bomben auf den Wasserspeiern deponiert und sind bis an die Zähne bewaffnet. Wieso habe ich ein so schlechtes Gefühl dabei? Batman war fleißig. Ist euch nicht aufgefallen, dass unten einer fehlt? Zeit zu sterben! Ah. Das war schlecht ausgeführt von mir. Trotzdem ist der Typ jetzt hier wieder down. Wir verpissen uns schnell, denn die haben ja Schuss... Wow! Aber der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen, alles gut. Ich nutze mal die Chance und gehe gleich hier rein. Was ist hier los? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten. Hört ihr?
Batman, kannst du mich hören? Zeige dich! Warte, ich komme mit dir. Es ist echt schade, dass ich hier nicht aus den Bodengittern heraus die Gegner ausschalten kann. Ich dachte, es wäre eine Fähigkeit, die ich noch freischalten kann, aber anscheinend ist dem gar nicht so. Also bei Arkham City, bei dem nächsten Teil in der Batman-Arkham-Reihe, geht's auf jeden Fall. Aber hier geht's irgendwie leider nicht. Sie ist gefährlich! Sie ruiniert sonst alles! Habt ihr im Kontrollraum nachgesehen? Nein, vielleicht solltet ihr das. Ja, wenn jetzt Gegner hier bewusstlos sind, dann gucken die in der Nähe natürlich auf den Boden. Na, ihr kommt doch jetzt bestimmt hier lang und dann kann ich euch doch bestimmt ausschalten. Vielleicht verklettern sie hier lang. Ja, zum Ausschalten reicht es noch nicht ganz. Aber hier ist noch einer, der ganz einsam ist. Hast du mich nicht gehört? Ich brauche Hilfe hier drüben. Ja, die sind jetzt alle hier. Ja, teilt euch auf, das ist immer sehr gut. Lernen wir ja auch. Uah! Nein, nein, nein. Ah, was ist los? Ah, oh mein Gott! Was war das denn? Was war denn das? Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken. Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Was war das denn? Kann mir mal einer sagen, was da gerade passiert ist? Ich wollte Eckendeckung machen und er hat es nicht getan und auf einmal... Scheiße. Seid ihr fertig? Das machen wir jetzt nochmal. Das war anständig. Joker will dieses Gebäude Fledermaus frei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringt Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja. Wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Los, jetzt dreh dich um. Fast fertig und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Lobby. Die Lobby der Intensivbehandlung hat die Pflanzenlady nicht gute Arbeit dabei geleistet, hier alles wieder zu neuer Blüte zu bringen. Mann, der hört nicht auf, oder? Bewaffne die Intensivbehandlung. Lass die Fledermaus nicht rein. Ich hab's kapiert. Geht's euch gut, Jungs? Spürt ihr nicht den Druck? Jetzt, wo ihr euch nacheinander erledigt? Oh, 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 das war blöd. Nein, nein, nein. Ich wollte, dass er sich... Ja. Gott, ich wollte, dass er sich an dem Gitterchen hochzieht. Da hätte ich ihn von hinten ausschalten können, aber nein, er nimmt natürlich den verminten Wasserspeier. Ist ja auch logisch. Darf ich mich definitiv von keinem mehr treffen lassen? Weil sonst war's das. Batman, alter Junge.
bewaffnet und gefährlich. Aber mal ehrlich, du machst ihm Angst. Und das ist gemein. Wo bist du? Ja, kack die Maschine in die Hose. Gleich kriege ich dich. Wo ist der andere hin? Ach, da hinten. Das ist nicht gut. Das ist eine Art und Weise, das Ganze zu sehen. Hab dich. So, jetzt noch einer. Von euch ausgeschaltet und nicht gerade auf eine nette Art und Weise. Meine Güte. Geht doch. So, und ich weiß jetzt auch, was vorhin los war. Zumindest habe ich da so eine gewisse kleine Theorie. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück in den Kontrollraum hier. Ich glaube nämlich, ich habe ganz am Anfang hier ein Tonband übersehen, was ich jetzt nochmal einsammeln sollte. Und das habe ich vorhin wahrscheinlich aus Versehen gemacht. Und ja, genau. Ziemlich leicht beeinflussbar, die Gute. Sie hat anscheinend einfach einen Fetisch für grüne Haare. Wo ich schon mal hier bin, könnte ich eigentlich direkt mal diese Bombe entschärfen noch. Schon. Puh. So. Und das soll es erstmal wieder gewesen sein. Schaltet das nächste Mal ein, wenn ich dann Killer Croc dicht auf den Fersen bin. Und bis dahin sage ich erstmal Hauen Sie, bauen Sie!